Okay, Penelope, ich bin mit deinem Hover-Spektrometer in Position. Ich scanne nach metallischen Strukturen, die zu einem Safe, einer Kiste oder irgendetwas anderem gehören könnten, in dem eine Schatzkarte sein kann. Roger, Bentley. Brücke, Energie! Nur nicht aufregen. Immer diese Insider-Witze. Warum fliegen die Mädels immer nur auf Sly? Das ist echt nicht fair. Was war das? Ich hab dich nicht verstanden. Nichts. Ich hab nur gesagt, dass der Wind gut steht. Legen wir los. Die Daten kommen rein. Sie werden in der Matrix des Spektrometers gespeichert. Das ist doch Zauberei. Ja, ich schieße lieber zuerst und denke später drüber nach. Ah, die Teile sind noch intakt. Die Disk ist zerbrochen. Aber wir können die Daten noch retten. Aber sie ist kaputt und meine Ausrüstung zerstört sich immer selbst, wenn jemand versucht, sie nach einer Fehlfunktion an sich zu nehmen. Die Disk zerstört sich selbst, wenn sie jemand aufheben will. Aha. Und wenn wir den Inhalt lesen, bevor wir sie berühren? Genau. Ich könnte mit meinem RC-Wagen rausfahren und die Daten einsammeln. Da er denselben Code hat wie die Disk, müsste er den Inhalt herunterladen können. Genau! Wir bergen die Daten mit dem Wagen. Und dann wissen wir, wo wir in der Schädelfeste zuschlagen müssen. Das reicht. Wir müssten jetzt alle Spektrometerdaten haben. Augenblick. Ich hab's. Da ist eine massive Truhe in der Nähe des oberen nach Osten zeigenden Fensters. Gehen wir. Dieser LeFree hat's wirklich drauf. Er muss die Disk gesehen und alle Brücken zum Fort hochgezogen haben. Wir kommen nicht rein. Ich kenne mich mit solchen Typen aus. Da sie ihren eigenen Männern nicht trauen, halten sie sich stets noch einen Fluchtweg offen. Man muss sich nur ein wenig danach umsehen. Wow, Sly hat dir wirklich viel beigebracht. Sly? Wir sind ein Team. Ich bin der kluge Kopf, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Sly ist nur der Ausführende. Nur der Ausführende? Das klingt fast so, als wärst du neidisch. Ja. Ich wünschte, ich könnte. Ich würde auch lieber Seile hochklettern, auf Flaggenmasken springen und all diese Dinge tun. Aber das geht nicht. Dafür kann Sly keine Satelliten neu verdrahten oder ASCII-Code schreiben. Sly kann ASCII nicht mal buchstabieren. Ja, mit Technik hat er es nicht so. Hey, lass uns loslegen. Nur durch Herumstehen finden wir den Hintereingang nicht. Oh, das mit dem Stehen tut mir leid. Verschon mich, Penelope. Ist ja nur eine Redewendung.
versperrt. Aber du müsstest die Stütze zum oberen Gang wegspringen können. Sein. Gehen wir lieber in Deckung, damit man uns nicht sieht. Einverstanden. Ich sage dir was, diese Scheibe am Himmel, das war erst der Anfang. Aber sie ist weg, Sir. Die Brücken sind hoch und alles ist ruhig. Sicher, sicher. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Aber ich will nichts mehr von Ihnen hören. Zweiter Mal, Jones. Ja, Sir! Du wirst zum Hauptmann der Wache befördert. Danke, Sir! Verdopple die Patrouillen und halte die Augen offen. Da zieht ein Sturm auf. Ich bin drin und foltere die Gefangenen. Ruf mich, wenn du Hilfe brauchst. Nein, Sir! Ich meine, jawohl, Sir! Nicht rein, wenn die Piraten die Tür bewachen. Wir müssen wohl etwas mit den Säbeln rasseln. Nicht übel, Bentley. Sieht aus wie ein Standardverschlusssystem mit zwei Knöpfen. Auf drei! Als Piraten! Eins, zwei, drei! Das muss sie sein. Ich habe noch nie eine Kiste gesehen, die so mit Fallen gesichert ist. Ich weiß nicht. Das ging alles viel zu leicht. Wenn ich jetzt bloß meine Schraubenschlüssel hier hätte. Echt? Dann lass uns zurück zum Unterschlupf gehen und dein Werkzeug holen. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich lieber hierbleiben und mich weiter umsehen. Sicher. Ich bin gleich zurück. Ich habe deine Schraubenschlüssel und bin auf dem Rückweg. Toll! Aber ich glaube, ich habe es schon. Das ist sie! Die Schatzkarte der Dolchinsel! Meine Augen! Ich kann nichts sehen! Das ist eine Art blendender Staub! Es geht mir gut, aber ich bin, glaube ich, in der Nähe der Vordertür runtergefallen. Solange die Brücken oben sind, komme ich nicht zurück zum Unterschlupf. Ich rette dich! Ich denk mir was aus! Perfekt! Sie hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich das Geschütz von ihrem Wagen nehme. Beeil dich, Bentley! Ich bekomme langsam Angst! Halte durch! Ich habe eine neue, verbesserte Greifkamera mitgebracht. Dieser Staub ist wirklich übel! Ich kann überhaupt nichts sehen! Gefallen sind, aber ich weiß nicht, ob ich es so blind zurück zum Unterschlupf schaffe. Ich werde über den Lautsprecher der Kamera einen Vogelruf imitieren. Den werden die Wachen nicht weiter bemerken. Und du kannst dem Klang zum Unterschlupf folgen. Okay, aber geh nicht zu weit weg, sonst höre ich dich nicht mehr. Fifi! Komme zu deiner Position. Ich komme. Okay. Ich höre dich, ja. Ah!
höre dich. Sicher, bin auf dem Weg. Komme zu deiner Position, bin auf dem Weg. In Ordnung, komme zu deiner Position. Ja, okay. Bin in Bewegung, ich komme. Ich höre dich, bin unterwegs. Okay, ich höre dich. Penelope! Bentley? Danke. Ich habe wirklich Angst bekommen. Du hast mir das Leben gerettet. Dann lasst uns reingehen und dafür sorgen, dass der Staub keine dauerhaften Schäden hinterlässt.